Da kommt wirklich wenig dabei raus. 1.500 Euro Rente nach 45 Jahren Arbeit im Durchschnittsverdienst. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich habe einen ganz interessanten Beitrag im Tagesspiegel vom 10.10.2024 gefunden. Ich will es gleich mal zeigen. Das muss ich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen größer machen, dass Sie es gut sehen können. Da kommt we zu wenig dabei raus. Rentner erhalten 1.500 Euro Rente nach 45 Jahren. Durchschnittsverdienst. Sie sehen hier die beiden Damen und Herren, die älteren Herrschaften, wie sie da sitzen und in den Wald hineinschauen. Die bei der gesetzlichen Rente kommen nach langen Einzahlen wenig raus, findet die Linke. Sie hat dazu Daten beim Sozialministerium erfragt und stellt in diesem Zusammenhang dann auch Forderungen zur Stärkung des Systems. Menschen mit Durchschnittsverdienst haben rechnerisch nach 45 Jahren Arbeit rund 1.500 Euro monatlichen Rentenanspruch. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf Anfrage des linken Abgeordneten Sören Pellmann hervor. Für einen Zahlbetrag von 1.250 Euro waren es dann noch 37 Jahre und 8 Monate, die der Rentner arbeiten musste. Und für eine Rente in Höhe der Grundsicherung von durchschnittlich heute 938 Euro wären es 28 Jahre und 3 Monate. Diese Antwort liegt der deutschen Presseagentur vor. Darauf verweist der Beitrag im Tagesspiegel. Ja, meine Damen und Herren, dazu kann ich ja nur Folgendes sagen. Wenn man diese Rentenforderungen oder diese Rentenleistungen mal vergleicht mit dem, was ein Politiker, der als Abgeordneter im Bundestag 8 Jahre arbeitet und dort über 2.000 Euro Anspruch auf Altersruhegeld bekommt, dann ist auch völlig klar, dass hier die Empörung doch recht groß sein dürfte. Ein Arbeiter oder eine Arbeiterin, Angestellte, die 45 Jahre gearbeitet hat, meinetwegen auch in Schichten oder im Wechseldienst oder körperlich anderweitig schwer gearbeitet hat, die bekommt lächerliche 1.500 Euro monatlich ausgezahlt. Hingegen ein Bundestagsabgeordneter dann hier schon nach 8 Jahren Arbeit mit 2.000 Euro nach Hause gehen kann. Ja, meine Damen und Herren, bei den Beamten sieht es ja nicht anders aus oder nicht noch viel besser aus. Die bekommen dann im Vergleich nach 45 Jahren Arbeit als Beamter im Schnitt rund 3.250 Euro Pension gezahlt. Davon gehen natürlich dann noch entsprechende Lohnsteuern runter. Das ist ganz klar. Aber der Vergleich zeigt doch, meine Damen und Herren, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Angestellte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung arbeiten, letzten Endes schlechter behandelt werden als andere Berufsgruppen. Und da sage ich, und das sagt auch die Linke, zu Recht, da stimmt doch etwas nicht. Das kann doch so nicht wahr sein und vor allen Dingen, das kann auch so nicht weitergehen. Die Linke fordert deshalb, so können Sie es auch in diesem Beitrag lesen, einen Aufschlag von einmalig 10% mehr für alle Rentner. Ich gehe sogar noch drüber hinweg und sage, das reicht nicht aus, meine Damen und Herren, was die Linke hier fordert, sondern ich fordere hier die Einführung einer allumfassenden Erwerbstätigenversicherung in Deutschland nach dem Modell Österreichs meinetwegen, in die alle Beamtinnen und Beamten, Politiker und auch Selbstständige einzuzahlen haben. Nur so können wir gewährleisten, dass Leistungsgerechtigkeit in Deutschland hergestellt wird. Und nur so können wir auch gewährleisten, dass des Volkes Wille, denn die Mehrheit der Deutschen ist für die Einführung einer erwerbstätigen Versicherung, dann auch umgesetzt wird und wir endlich auch diese leidige Diskussion dann vom Tisch kriegen, was bekommt der eine und was bekommt der andere, sondern dann haben wir sozusagen gleiche Maßstäbe für alle und so kann nur Leistungsgerechtigkeit und auch soziale Gerechtigkeit in Deutschland hergestellt werden und vor allen Dingen wir hätten dann viel weniger Altersarmut zu erwarten, als es jetzt schon in Deutschland der Fall leider ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.